Habt ihr Angst? Habt ihr Angst? Ja, ihr habt Angst. Ich kann es riechen. Oh ja. Angst. So süß. So. Ich weiß es nicht. Schmeckt Angst bitter? Riecht sie bitter? Und was laber ich hier eigentlich? Ich weiß es nicht. Bin ich wahnsinnig? Nun, wie wär's, wenn ihr es einfach herausfindet? Willkommen in meiner Welt. Und damit willkommen zurück zu Daylight. Ja, ich weiß, jetzt habt ihr alle Schiss. Ich auch. Und ich muss nochmal cutten, weil die Fraps-Zahl sich wieder von selber anschaltet. Ah, grässlich. Das war's von Daylight. Nein, das war's eben nicht. Was mache ich denn hier? Kaum angefangen und schon verwirrt von mir selbst. Supi, das wird heute ein lustiger Tag. So, nun aber wirklich willkommen zurück zu Daylight. Ja, Fraps ist endlich wieder ausgestellt. Keine Ahnung, warum sich eingeschaltet hat. Ist mir auch gerade relativ banane. Ja, Daylight schon wieder? Fragezeichen. Werden sich manche Leute denken? Ja, ich weiß, ich habe euch Mondschein versprochen. Aber ich habe Mondschein auch aufgenommen. Wieso spreche ich das an? Das habe ich doch schon, egal. Ich habe Mondschein noch aufgenommen. Die Aufnahme hat aber nicht funktioniert. Und das liegt nicht daran, dass ich zu blöd zum Aufnehmen bin. Vielleicht schon, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich kann es jetzt verraten. Ich wollte Mondschein together. Und, ja, sobald, also, ich weiß auch nicht. Ich kann, nicht spielen und aufnehmen und gleichzeitig Skype laufen haben, denn dann ruckelt es wie blöde. Ich habe das schon bei WoW versucht, da ging es gar nicht, da ist dann der PC abgestorben und RPG-Maker-Spiele ruckeln einfach wie blöd. Ich weiß wirklich nicht, woran es liegt. Ich könnte jetzt einfach nur sagen, ich habe einen schlechten Computer, aber das ist wirklich so extremes und ich weiß auch nicht, also es liegt ja wirklich nur an Skype. Jetzt habe ich ja Fraps und den App, das Spiel halt laufen ganz normal und es läuft alles flüssig, aber sobald Skype dazukommt, ist es aus. Dann ist vorbei. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht weiß einer von euch Bescheid. Liegt es echt nur an meinem PC? Liegt es an Skype? Liegt es an Fraps? Liegt es am RPG-Maker? Ich weiß es doch nicht. So viel davon. Trockene Informationen. Weiter mit Horror. Ja, ich weiß es auch, um welches Buch es sich gehandelt hat. Dankeschön. Und nämlich um das da oben. Das meinten die Leute. Also meine lieben Zuschauer und Kommentatoren meinten, dass ich zu diesem Buch hingehen sollte. Hier in einer gewissen... Das kennen wir doch alles schon. Ja. Ja. Ist ja... Hier ist ja gar nichts. Ich sollte vielleicht das Mikro ein bisschen weiter weg machen. Moment, so. Hier ist ja gar nichts. Beschiss. Erst hier mir irgendwelche Gruselszenarien hier vorgaukeln und dann ist ja nichts, oder wie? So geht's nicht. Was zum... Ist da oben jemand? Am Buch? Schon wieder? Oh mein Gott! Das Buch wurde aufgeschlagen. Wer tut so etwas? Diesmal eine andere Seite. Ich war zu blöd zum Umblättern. Oh mein Gott. Es ist exakt 22.36 Uhr. Ist es bei uns nicht auch 22.36 Uhr? Ich befinde mich im Keller. Nirgendwo. Wer ist doch diese L, oder? Und nirgendwo eine Menschenseele zu sehen. Es regnet in Strömen und das Licht spielt verrückt. Ich halte das nicht mehr länger hier aus. Die Zeit scheint stehen geblieben zu sein. Eine Art zu endlose Nacht. Am liebsten möchte ich von hier fliehen.
aber die Räumlichkeiten inklusive des Ausgangs sind versperrt und es tun sich mir dunkle Abgründe in meinen Sinnen auf. Ich habe Angst. Ich werde mir wohl über einen Weg über die Katakomben suchen müssen, um aus diesem Albtraum zu entkommen. Falls jemand das hier lesen sollte, habe ich wahrscheinlich versagt. Nur um letztendlich... Der Eintrag endet hier. Ob ich weiterblättern sollte? Oh mein Gott, vielleicht schneide ich mich am Papier und dann verblute ich. Aber ich blätter trotzdem weiter. Kann ja nichts passieren. Och, ich... Weglautsprecher, ich... Oh, irgendwas. Sie hat versagt. Willst du besuchen gehen? Du wirst schon bald für eine lange Zeit bei ihr sein. Ich werde dich nicht enttäuschen. Wie war das? Du willst wissen, was all dies hier soll? Ich denke mal, dass du dich mit der Erklärung abfinden könntest, dass es nur purer Zufall ist, dass du alles in einen derartigen Bezug nimmst. Wer sagt, dass das hier alles echt ist? Oder bist du derjenige, der nicht hierher passt? Wohne bei, während sich die Welt vor deinen Augen verändert, nur um dir ein Spektakel nach dem anderen präsentieren zu dürfen. Du bist nur ein Statist, halte dich also raus. Derjenige, der in das Buch geschrieben hat, kann unmöglich diese Notiz im Hof verfasst haben. Dieser Stil ist vollkommen anders. Oder bilde ich mir das alles nur ein? Ist ja doch nichts passiert. Haha, ich lebe noch. Hahaha. Ist die Tür jetzt offen? No. Ist diese Tür offen? Yes. Auch hier Fehlanzeige. Nichts von allzu großem Interesse vorzufinden. Eine herkömmliche Kiste aus Holz. Versteht sich. Das war komisch betont. Egal. Mein Durst hält sich derzeit in Grenzen. Eine Blumenvase inklusive Pflanze. Nichts Verdächtiges. Obwohl, dieses Gänseblümchen kommt mir suspekt vor. Es muss der Mörder sein. Ich weiß es. Ein Fass zur Beinhaltung verschiedener Flüssigkeiten. Neue Kleidungsstücke, welche vielleicht vor 10 Jahren noch getragen wurden. Ach, immer diese altmodischen Leute und so weiter und so fort. Wieso kann ich ein Regal öffnen? Dieser Mucks kann mir jetzt schlecht von Nutzen sein. Da drin lässt sich nur ein Schreibblock und ein dazugehöriger Stift ausmachen, brauche ich nicht. Ein weiteres Exemplar dieser Säcke, die ebenfalls äußerst suspekt sind, verwahrt höchstwahrscheinlich irgendwelche Fetzen von Kleidung. Ich habe den Röntgenblick, ich kann durch die Säcke sehen. Okay, der Schlüsselstab könnte vielleicht da reinpassen. Ein Versuch ist es wert. Scheint so, als ob ich das Ding in eine Richtung drehen müsste. Ene, mene, mu und raus bist du. Das war aber falsch, auf ein neues. Left. Das war anscheinend richtig, weiter geht's. Nochmal left. No. Left. Right. Nochmal right. Mann! Da denke ich mir schon, ich denke immer, das Spiel will mich verarschen. Na, jetzt wieder nur hin und her. Right. Und nochmal left. Und jetzt. Jetzt mache ich rechts und wetten, das ist dann falsch. Ich wette mit euch. Ja! Leck mich doch! Links. Rechts. Links. Links. Verarsch mich nicht. Katakombenschlüssel erhalten. Yay! Autscha hier! Geht's hier noch lang? Nö. Autscha hier! Aus diesem Horrorhaus. Oh mein Gott! Ach nö! Entschuldigung, könnten Sie etwas deutlicher sprechen? Ich spreche kein Suaheli. Was zum Henker war das? Hörte sich so an, als käme es aus dem Bereich hinter dieser Holztür. Und da wollen wir selbstverständlich lang.
Oh mein Gott, leck mich. Ah, die Katakomben sollte ich nur betreten können. Ich will doch nicht. Ist ja gar nichts. Es war bestimmt der Hocker. Treibt er schon seit Jahren seinen Schabernack mit den Angestellten. Die begrenzte Ausleuchtung verschafft den Ganzen ein unheimliches Gefühl. In dem Topf liegt etwas. Roter Schlüsselstopper halten! Awesome! Gestein, welches sich wahrscheinlich von der Wand abgelöst hat. Möpse, ich meinte Statuen, wie diese Pflegpastor Animus bei sich aufzubewahren. Da frage ich mich, wo ist er und die anderen? Ach, jetzt endlich einmal. Eine Lagerkiste wie diese aus den Lagerzimmern, diesmal ohne Inhalt.